Oh, ey, das ist nice, ey! Ey, das ist so nice gemacht, Mann. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Wir sind heute am Start mit den beiden Trailern zu ZHT5. Ich habe den ersten schon gesehen, obviously, aber den zweiten noch nicht, der ist vor 2 Tagen rausgekommen. Den habe ich noch nicht gesehen, den werden wir uns zusammen anhören und ansehen. Der ist doppelt so lang wie der letzte, ich bin sehr gespannt. Wir haben hier am 1. natürlich schon von Frühling, finally, den kleinen Atemzug bekommen, Freunde. Wir werden uns auf jeden Fall alles weitere zum ZHT5 ab jetzt zusammen ansehen. Wie gesagt, den zweiten Trailer kenne ich auch noch nicht, aber dann auch ein bisschen schneller, so schnell es geht. Falls ihr das nicht verpassen wollt, Freunde, lasst jetzt gerne ein kostenloses Abo da, dann geben wir uns immer die Updates. Und dann, sobald der nächste in der nächsten Woche wieder rauskommt, wird meine Reaction sofort online sein. Deswegen abonniert gerne, Freunde. Ansonsten hören wir jetzt nochmal rein beim ersten Teaser und dann den zweiten, den ich auch noch nicht kenne. Ich bin sehr gespannt, Mann. Ich freue mich sehr. ZHT5 vorbestellen, Link in der Beschreibung. Let's go. Ah, Freunde, endlich wird es Frühling, Freunde. Ich fand den Anfang auch nice hier, Mann. Du bist der Sohn einer Hure, so einer Hure. Selbst in Frankreich sagt man, du bist der Garçon einer Hure, der mit Deutschamerikanern fickt. Gänsehaut, Mann. Direkt Gänsehaut. Direkt Gänsehaut. Direkt Gänsehaut bekommen. Es ist Frühling, ich gehe raus, meine goldene Kette Bruder. Für den ersten Sonnenstrahlen, die einfach Gänsehaut. Einfach diese andere Gänsehaut. Oh. Ich hab zu ZHT4 noch eine besondere Verbindung, weil das war das allererste Kollega-Album, was ich mir gekauft habe und gehört habe. Davor habe ich von King so ein, zwei Lieder gehört gehabt, aber mit ZHT4 wurde ich, recht spät dann tatsächlich, mit 14 Jahre alt war ich da, wurde ich dann zum Kollega-Fan und hab Kollega gehört, Mann. Real Talk. Seitdem. Ist jetzt gut, es ist jetzt auch schon 6-7 Jahre her, aber trotzdem. Krass, Mann. Es ist Frühling, ich geh raus, meine goldene Kette glänzt in den ersten Sonnenstrahlen, die die Wolken durchbrechen, wie schnell die Jahre vergehen, wie sich die Zahnräder drehen, Leben rast vorbei wie Bond im ersten Martin-Coupé, Fick auf Charts oder Fame, dieses Spiel ist trügerisch, hier wirst du müde, weil das bist auch die stabilste Psyche fickt, wenn dein Team voll Lügnern ist, doch ich bereite dem ein Ende, yeah, die Zeichen stehen auf Wände, so wie Hieroglyphenschrift. Dieser Beat ist ein Meisterwerk, wieder. Dieser Beat ist ein Meisterwerk. Das bist auch die stabilste Psyche fickt, wenn dein Team voll Lügnern ist. Doch ich bereite dem ein Ende. Ja, yeah, die Zeichen stehen auf Wände, so wie Hieroglyphenschrift. Ah! Ey, ich freue mich, Mann. Ich bin gehypt. Ich bin einfach gehypt darauf. Ich bin einfach gehypt darauf, Mann. Wir werden uns, wie gesagt, ab jetzt alles zusammengeben, was neu kommt. Weil ich auch einfach gehypt bin. Und ich erst nicht wusste, hey, ihr habt Bock auf so eine kleine Reaction zu so einem Trailer. Und ich bin auch ganz ehrlich, den ersten habe ich mir einfach so direkt angesehen, weil ich nicht warten wollte, ein Video zu machen oder so. Den zweiten habe ich dann tatsächlich verpasst, weil ich jetzt gestern unterwegs war. Und ich dann heute Morgen erst Zeit gehabt habe, quasi mir den anzusehen. Bedeutet, Freunde, der ist jetzt schon 2 Tage online. Wir werden uns jetzt aber zusammengeben. ZHT5 Official Trailer 2. Ich bin wirklich sehr gespannt, Mann. Ich bin sehr gespannt. Ob wir, haben wir wieder einen neuen Part am Ende? Ich glaube schon. Wir werden wieder einen Songschnipsel haben. Ich glaube, wir haben sogar diesmal einen längeren Songschnipsel. Da werden Erinnerungen wach, als ich die Rap-Szene revolutionierte. Oh. Und das hat ja die Zuhälter-Tapes früher ausgezeichnet. Oh, ey, das ist nice, ey! Wenn der ganze Trailer so ein Doku-mäßiges ist, wo so Interviews gezeigt werden von früher. Oh. Und das hat ja die Zuhälter-Tapes früher ausgezeichnet. Was gemacht, was sonst keiner gemacht hat. Oh, ich finde das ist episch, Mann. Natürlich, diese Interviews sind alle vor meiner Zeit quasi, bevor ich Kollega aktiv gehört habe, entstanden. Ich habe natürlich vieles mehr nachdem ich dann Kollega für mich entdeckt habe, Kollega den Boss, habe ich dann mir das alles reingezogen noch. Aber, oh, ey. Gemacht, was sonst keiner gemacht hat. Und wer sich nicht interessiert für Knarren... Das ist fucking episch gemacht, Mann. Money, der wird mit dem Album auch nicht warm. Den alten Style ausgepackt. Punchlines, ja. Den alten Style ausgepackt. Zerstören. So rappt der Boss, ja. So rappt der Boss, Real Talk.
Qualitätsprobe, Freunde. Jetzt kommt ein Song, oder? Schauen Sie, dass die Jungs verpixeln, wenn sie das zeigen, ja. So. Es kommt kein Song. Dann. Ey, aber das erinnert mich sowas von an die Promophase zu King, würde ich sogar sagen. Ja, die Promophase zu King. So kleine Filmchen oder auch bei JBG3 haben sie es wieder gemacht. So kleine Filmchen, kleine so lustige Filme, so wisst ihr, so Comedy-mäßiges. Oh, ey, das habe ich vermisst. Sowas kriegen wir jetzt einfach. Die Jungs verpixeln, wenn sie das zeigen, ja. So. Können wir dann. Nun haben sie ja mehrere Firmenkonstrukte, möchte ich mal sagen, weltweit. Ist es weltweit. Digga, ich kann kein, ist das Österreich oder Schweiz? Ich kann es nicht nachmachen. Werk. Ist das, was wir jetzt hier erleben, ist das eigentlich ein GmbH? KKG oder? Ist das. Hier, du. Komm, ist der KKG, Freunde, ja? Oh, ey, das ist nice, Kollege, gemacht. Sie sind offensichtlich wieder in alte Geschäftsmuster verfallen. Haben Sie nicht mal gesagt, Finger weg von den Drogen und die Jugend soll lieber Sport machen? Ja, das ist sicherlich richtig. Ey, das ist so nice gemacht, Mann. Oh, ey. Wir haben so ein bisschen... Ich hab Oldschool-Feeling so. Ich freue mich gerade einfach. Allerdings kommt es dann auch immer auf die Ware an. Natürlich. Und hier haben wir eben das Feinste vom Feind, der Stoff, aus dem die Träume sind. Und das braucht auch der junge Mensch von heute, damit er hasseln kann. Das muss nach vorne gehen. Gibt es noch keine, sagen wir mal, gesündere Alternativen? Ja, Alternativen. Pff, schwierig. Schwierig. Ja, höchstens Zuhälter Tape 5. Oh, ey, Real Talk, das ist einfach so dieses Oldschool-Feeling. Das ist Kollege. Wie wir ihn lieben, Mann. Und wie er leibt und lebt. Ah. Ey, das macht gerade richtig happy einfach. Aber sonst. Oh, wir haben noch einen Song. Oh, dieser Beat allein schon. Das ist eine ganz andere Atmosphäre wieder. Das ist einfach eine ganz andere Art von Atmosphäre, die wir hier geliefert bekommen. Ah, höchstens. Wie der Boss seine Ware. Du hättest Tape 5. Aber sonst. Ja. Das sind die Beats, Mann. Die Gänsehaut verleihen. Obermann im Griff, Goldkette blitzt, der Anzug mit den Nadelstreifen sitzt. Boah, das war's schon. Nochmal, das war's noch nicht. Ich will das, ich brauch's nochmal. Der Beat, boah. Freunde, Real Talk, der Beat. Unfassbar schön. Auch der Beat von Frühling. Unfassbar schön, beide. Unfassbar schön. Atmosphäre einfach. Und jetzt die Hook. Obermann im Griff, Goldkette blitzt, der Anzug mit den Nadelstreifen sitzt. Ah. Ey, wunderschön, Mann. Wunderschön. So, habt ihr genug an Material, denke ich. Ich muss auch weiter dann langsam. Boss, wir sehen, wie Sie tragen zwei Uhren. Was? Ja, das ist richtig. Das ist einmal Juarez und das ist Düsseldorf. Also, da macht man es raus, schickt mir das noch einmal zur Abnahme. Ne? Der international denkende Boss. Nice, Mann, ey. Bro, einfach, ich bin einfach happy, dass wir das haben. Ich fand den zweiten Trailer, man kann das nicht vergleichen. Der erste Trailer war einfach dieses Nostalgische, wir haben endlich Frühling bekommen. Die Ankündigung, er ist da, er ist wieder da, Mann. Und dieser wunderschöne Frühlingsbeat. Und jetzt beim zweiten haben wir so ein bisschen diesen, was heißt Promokollege, aber den Promokollege, den wir alle mögen, der so lustige, kurze Filmchen macht, der irgendwie in der Rolle drin ist, der sich was ausdeckt und der wieder diesen Humor und Witz von früher hat und sich selbst nicht zu ernst nimmt. Und das gibt mir so ein nostalgisches Feeling irgendwie. Dann am Ende diese kurze Hook, die wir zumindest gehört haben. Einfach wunderschön, Mann. Keine Ahnung, die beiden Beats perfekt gepickt, man hat Oldschool-Feeling, es ist Atmosphäre und ich habe einfach Bock aufs Album, Alter, holy shit. Ey, Freunde, lasst mir eure Meinung gerne rein in den Kommentaren, wie ihr es seht. Seid ihr ähnlich gehypt oder nicht? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer, Freunde. Und ciao.